das Gunzesriedertal im Oberallgäu. Hier liegt sie, die Hütte mit der einzigartigen Fischzucht. Auf der Speisekarte gibt es nur Saibling, den aber in vielen Spielarten. Das sieht aber gut aus. Genau, zweimal der Ganze. Petra Binzeil hat sich ganz dem Saibling verschrieben. Vor 6 Jahren wagt sie in ihrer Heimat etwas ganz Neues und gründet mit 2 anderen Familien aus Gunzesried die erste Allgäuer Bergsaiblingszucht. Ich esse alles gern an Saibling. Ich habe natürlich auch die Rezepte selber entwickelt oder selber nach meiner Geschmacksrichtung, sage ich jetzt mal, durchprobiert. Es fängt an beim Heißgeräucherten. Das ist ein Kaltgeräucherter, der wird dünn in Scheiben geschnitten. Da haben wir einen Rotweinmarinierten, der ist nach Matthias Art eingelegt. Dann haben wir hier die saure Variante, einmal Sülze, einmal so sauer mariniert. Also ich sage jetzt mal, es ist nicht unbedingt der Saibling, es ist unser Saibling. Ihr Saibling hat hier am Berg perfekte Lebensbedingungen. Glasklares, sauerstoffreiches Wasser, gefiltert und gewaschen von den Steinen der Nagelflugkette. Das ist der Hauptsprung. Da kommt das meiste Wasser raus und die schüttet eben sehr kalt. Und da kommen die 6 bis 8 Grad Wassertemperatur her, was wir so übers Jahr haben. Und da ist auch wurscht, wie kalt der Winter oder wie warm es im Sommer ist. Die ist immer gleich. Das ist unsere Lebensader vom Betrieb. Genau. Die Quelle kennt Petra Binzeil seit ihrer Kindheit. Doch erst viel später kommt ihr zusammen mit den Teilhabern die Idee, genau an diesem Platz Saiblinge zu züchten. Sie fängt damit beruflich noch mal völlig von vorn an. Ihr Ziel, regional und nachhaltig wirtschaften. Jetzt fütter ich. Also das ist so ein spezielles Futter für Saiblinge. Das sind so je nach Fischgröße verschiedene Größen. Und aktuell haben wir noch ein konventionelles Futter. Aber wir haben dann in naher Zukunft, oder ich denke mal nächstes, übernächstes Jahr, gibt es so Ersatz fürs Fischmehl. Und das ist eine Münchner Firma, die Fliegenlarven als Proteinquelle hernimmt. Und wenn das mal spruchreif ist, dann werden wir das Ganze ein bisschen regionaler und nachhaltiger haben, was das Futter betrifft. Bislang kommt das Fischmehl für die Pellets aus Peru. Die Eier für die Setzlinge stammen aus dem Bayerischen Wald. Als sie 2016 mit der Fischzucht beginnt, war Petra Binzeil noch nicht einmal beim Angeln, hatte also keine Ahnung von Fischen. Ein Sprung ins kalte Wasser für die zweifache Mutter und gelernte Fleischfachverkäuferin. Ich hätte nicht gedacht, dass man auch zu so einem Fisch, weil ja der Kuschelfaktor fehlt, dass es Spaß macht, wenn man sieht, wie die schlüpfen, wie sie dann erstmal so klein sind wie Tannennadeln mit so einem Dottersack und dann eben frei schwimmen und einfach so das vom Ei auf oder mitkriegen, wie es dann bis zum Schluss ist. Und das macht schon Spaß. Jetzt ist mir natürlich gleich das Wasser in die Hose gelaufen. Das ist dann, da merkt man dann, wie kalt das Wasser eigentlich ist. Doch was hilft's? Die 1,5-jährigen Setzlinge müssen ins nächstgrößere Becken umziehen. Dabei kann das Schlimmste passieren. Auch Fische sind manchmal eigensinnig. Wir hatten einen Saibling, der sich in der Wasserrinne quasi nach oben gearbeitet hat. Und hier sind unten diese Kästen, wo das Wasser rauskommt. Und da hat sich der quasi vors Loch gesetzt und hat einen Wasserzulauf verstopft. Und da kommt natürlich kein Wasser mehr nach. Und innerhalb von, ich sage mal, 2 Stunden, wenn man es nicht merkt, dann hat man halt das Problem, dass das ganze Becken kippt. Dann würden die Fische wegen Sauerstoffmangel schnell sterben. Wegen einer Krankheit, die nur männliche Tiere befällt, hat sie gerade sehr viel Arbeit. Im Frühjahr ist es eigentlich so das Aufwendigste, die Trennung zwischen Mann und Frau. Also weil wir die Männer vorrangig schlachten, dass die im Herbst, wenn sie in die Laichzeit kommen würden, dass da die Männer schon quasi verarbeitet sind. Die kriegen so einen Laichausschlag und das beschädigt die Schleimhaut außenrum. Und die Schleimhaut ist ja quasi das Immunsystem vom Fisch. Und dann kriegen die Verpilzungen so, dass sie sterben nach, was weiß ich, 3, 4 Wochen. Spätestens sind sie hinüber. Deswegen sortiert Petra Binzeil die männlichen Fische ständig aus. Die Männer, die haben so einen roten Bauch. Das sieht man jetzt bei dem ganz gut. Die haben so einen schwarzen, also hier schwarz und eben so diesen roten Bauch. Und das intensiviert sich übers Jahr noch viel mehr. Und jetzt ist so die Zeit, wo man sie gut erkennt.
wo man sie dann auch sortieren kann. Und das ist die Frau. Also die ist ganz silber. Die schicken wir vor ins nächste Becken. Die dürfen eben groß werden, weil die sind nicht anfällig für diese Pilze. Und die Männer sollten vorher quasi in der Pfanne sein. Immerhin verbringen die männlichen Tiere 3 Lebensjahre in der Bergfischzucht im Gunzesrieder Tal, bis sie die Schlachtreife von 300 Gramm erreicht haben. Ein Schlag zur Betäubung und dann der finale Kiemenschnitt. Alles geschieht weitgerecht. Dafür hat sie eine Ausbildung absolviert. Aber vieles beim Züchten und Verarbeiten der Fische hat sie sich auch selbst beigebracht. Petra Bindseil verwertet immer den ganzen Saibling. Aus dem Rest vom Filet kocht sie zusammen mit Kopf und Gräten Fischsuppe und Fischfond. Immer mit Achtung vor dem Tierwohl und dem Anspruch, ein gesundes regionales Lebensmittel herzustellen. Die ersten Fische, da musste ich mich also schon bei jedem schon fast entschuldigen, den ich gekillt habe. Aber es entwickelt sich natürlich so eine gewisse Professionalität. Aber ich finde, man darf den Respekt vorm Leben nicht verlieren. Und es muss immer so sein, dass es für einen Fisch auch der letzte Gang so kurz wie möglich und stressfrei wie möglich ist. Das spielt natürlich auch eine Rolle für die Qualität der Saiblinge, die von Sterneköchen in der Region bestellt werden. Beim Räuchern der Fische hat Petra Bindseil viel experimentiert, damit die Saiblinge auch saftig bleiben. Zuerst garen sie bei 50 bis 60 Grad eine Stunde im Spezialofen. Danach sorgt das Räuchermehl aus Buchenholz für das nötige Aroma. Und dann verrät sie beim Brutzeln eines ihrer selbst entwickelten Rezepte. Das wird jetzt der sauer marinierte Saibling. Das sind ein bisschen kleinere Filets. Die werden jetzt auf der Hautseite anbraten und kommen dann, wenn sie unten drin braun sind, in diesen heißen Würzsud. Da ziehen sie dann gar und halten so in etwa 2 Wochen. Für den Geschmack im Sud sorgen Zwiebeln, Lorbeer und Koriandersamen. Biestler. So, dann haben wir immer das Filet. Ja. Bitteschön. Dankeschön. Und die Frikadellen. Okay. So gibt es den Saibling nur auf der Hütte im Gunzesrieder Tal. Also ihr kennt es ja eigentlich als Fleischpflanzerl. Das ist ja als das sogenannte Fischfleischpflanzerl. Ne? Finde ich gut, meine andere Variante. Ne? Den Gästen schmeckt's. Nach vielen Jahren harter Arbeit zieht die Quereinsteigerin Petra Bindseil eine positive Bilanz. Allgäu ist Milchwirtschaft, Allgäu ist Heu, Rinder- oder Kuhhaltung. Und da hieß es dann Fisch, der Allgäu ist ja kein Fisch und das kann eigentlich nichts werden. Also hat man sehr, sehr viele kritische Stimmen. Es ist Gott sei Dank was geworden. Die Leute nehmen es wirklich super an und wir sind zufrieden. Die Allgäuer Berge und der Saibling. Passt doch gut zusammen.